Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute habe ich einen Whisky mit, der zur Umgebung passt. Wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen kälter geworden. In meinem letzten Video war ich noch hier im kurzen T-Shirt am See und alles war grün. Und inzwischen ist Herbst geworden. Und ich habe einen Whisky mitgebracht, den ich sehr, sehr passend dafür fand. Und zwar den Arran Single Malt von der Isle of Arran. Also einfach quasi der Whisky der Hausbrennerei. Dort gibt es, soweit ich weiß, auch nur einen. Ich selbst war noch nie auf der Isle of Arran, will aber unbedingt hin. Das haben mir jetzt so viele Leute schon davon erzählt und fanden die mega. Und ja, deswegen möchte ich jetzt auch endlich mal auf die Isle of Arran. Genau, wir haben einen Single Malt Scotch Whisky von denen, gelagert komplett im Sherry Hogshead. 250 Liter, fast das Fass. Genau, der Whisky ist non-chill-filtered, natural color und destilliert und gelagert in Loch Ranza auf der Isle of Arran. Genau, ist ein komplexer, luxuriöser Whisky. Und die Noten werden wir dann gleich selber rausfinden. Ist eine Natural Cask Strength, also 55,8% Alkohol direkt aus dem Fass, so wie er ist. Ihr seht, es ist nicht mehr viel drin. Ich habe den tatsächlich bei einem Tasting mitbekommen, so den kleinen Rest, der noch da war. Und das war ein Celtic Whisky Tasting. Und da war der echt mein Favorit des Abends. Und ich bin sehr froh, den jetzt hier im Video nochmal für euch verkosten zu können, in so einer schönen herbstlichen Atmosphäre. Ich habe mich auch extra nicht an den See gesetzt, weil ich mir dachte, ich muss diese Laubfärbung unbedingt mit einfangen. Deswegen habe ich mich auf einen Baumstamm gesetzt. Genau. Ich finde übrigens an der Flasche, muss ich gleich am Anfang jetzt nochmal sagen, die ist sehr schön gemacht. Die ist so, die ist so ein bisschen runder als die üblichen Flaschen. Ist trotzdem 07 drin. Der Korken ist super schön aus Holz mit so einer Prägung. Es sind die Geodaten, also die Koordinaten sind eingraviert und die Form von der Isle of Arran. Und dann sind da noch Möwen drauf. Oder ein Seeadler und eine Spirit Still, genau. Und dann ist das so ein bisschen mit Kupfer geprägt, so Kupferfarben. Und es ist tatsächlich auch ein Bray Code. Ich weiß nicht, wie der richtige Fachbegriff dafür ist. Die Blindenschrift ist hier tatsächlich auch eingraviert. Finde ich total schön, dass sie das machen. Genau. Zauber ich mein Glas hier von hinter meinem Rücken. Tada! Hervor und werde hier einmal professionell wie immer eingießen. Und er hat wirklich eine wunderschöne Farbe. So ein richtig, so ich stelle den mal hier hin, so ein richtig dunkles Bernstein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Also wirklich, wirklich toll. Und er hat schon, also wirklich, so wie man es von einem Whisky in einer reinen Sherry-Fasslagerung erwartet. Fällt mir gerade ein, steht hier drauf, was für ein Sherry das ist? Nein, es steht tatsächlich nur Sherry Hogshead. Werden wir mal raus versuchen herauszufinden, ob es sich um einen Oloroso oder einen PX handelt. Ich bin gespannt. Sind ja so ein bisschen die beiden Grenzen des Sherrys. Also ein Oloroso ist so ein sehr trockener, das geht auch noch trockener, ja, aber es ist verhältnismäßig trocken und PX ist so ein sehr süßer Sherry. Und dann gibt es, glaube ich, noch Finot. Finot ist noch mal trockener. Es knackt überall im Wald. Finot ist noch mal trockener und dann gibt es noch wie heißt das, wenn man die mischt? Es gibt Sherry, da ist quasi trockener und süßer Sherry miteinander gemischt, wie so ein Blend. Und da gibt es ein bestimmtes Wort für, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Genau, und das gibt es auch noch. Und das ist so das, was wohl die meisten trinken. Ich hatte tatsächlich sofort am Anfang so eine Weinholznote, so wenn man in so ein Weinfass riecht oder in so einen Keller geht, wo Wein in Fässern lagert.
Ja, also dieser Kellermuff ist mit dabei, dieses Holzige ist dabei und dann diese Süße, die so ein bisschen so dunkle Weintrauben oder ich sag schon wieder Aprikose, ich muss irgendwann mal was anderes dafür finden, so diese Süße, die dort mit rauskommt. Oder so Pfirsichnoten. Aber es tendiert fast so ein bisschen in diese Richtung, in eher diese dunklere Richtung, also eher dunkle Trauben, so ein bisschen Rosinen. Ja, und ihr seht, ich versuche mein Glas ein bisschen zu wärmen. Es ist kühl draußen und es wird wahrscheinlich, ich hoffe nicht das letzte, aber eines der letzten Videos sein, was ich für die Saison draußen filmen kann. Ja, weil im Winter ist das einfach schwierig, wenn das dann so kalt wird und dann die Aromen so arg verschwinden. Ich bin natürlich trotzdem verführt, einfach in so einem schönen Setting ein Video zu drehen. Im Schnee zum Beispiel. Mal gucken, vielleicht bietet sich ein Whisky an. Bei dem Whisky merke ich aber jetzt schon, es ist schwierig, weil es ist sehr kühl. Und der ist unpeated und damit von den Aromen her etwas leichter. Damit fällt es natürlich ihm extrem schwer, sich hier zu öffnen. Er ist jetzt zum Beispiel vom Aroma her, ich habe ihn ja schon im Tasting gehabt und da waren wir in einem warmen Raum und da war er viel tiefer, viel dunkler und hatte so richtig Rosine, dunkle Schokolade und war so fast schon weihnachtlich. Und hier ist er jetzt eher hellfruchtig, leichter. So ein bisschen holzig, ein bisschen dieser Kellermuff kommt mit, aber es fehlt so diese Tiefe. Vielleicht kommt die auch noch, aber ich glaube, das ist so ein Temperaturding einfach jetzt. Slange. Kleiner Happy Dance zwischendrin. Also, oh Gott, kriege ich gleich Schluck auf. Was ihm jetzt an Geruch gefehlt hat, hat er geschmacklich so mitgebracht. Also richtig heftig. Oh, der ist einfach. Fängt das jetzt an mit Regnen? Bitte nicht. Der ist sehr. Wie soll ich das beschreiben? Der kam an und du machst die Tür auf zum Keller und gehst runter und dann empfangen dich so diese Aromen. Und ich bin wirklich die Kellertreppe runtergegangen, geschmacklich. Dann kam so dieses Weinfass und dann kamen die Rosinen, dann kam die Schokolade, dann hat sich die Schokolade wieder zurückgezogen, dann kam wieder die Rosinen in den Vordergrund. Dann umhüllte mich dieses, als hätte ich im Rotweinfass im Keller gebadet, umfing mich so und dann so ein warmes, wohliges Gefühl breitet sich überall aus. Da tut die Fassstärke natürlich auch ihr Übriges. Und dann jetzt so. Der ist sehr lange auf der Zunge, ne? Also der ist jetzt immer noch voll präsent in meinem Mund. Sehr angenehm, sehr ölig auch, breitet sich schön aus. Und jetzt habe ich so diese, von denen ich vorhin gesprochen habe, so diese Weihnachtsaromen. So dieses leicht zimtige, leicht so ein bisschen Anis und so ein bisschen Kardamom vielleicht. So, naja, wie so ein bisschen Glühwein. Vibes und ja, so ein bisschen Kekse und Christstollen. Das hatte ich jetzt gerade so. Das musste ich kurz, habe ich mich sehr gefreut, weil der auch, der ist jetzt in der Nase sehr, sehr dezent gewesen und er hat mich gleich mit den Aromen so, kam an und dann war er da und hat mich so wie so eine warme Decke im Winter umfangen. Das war sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Und jetzt wird er auch in der Nase wieder intensiver. Jetzt habe ich dort auf jeden Fall die Rosinen, die kommen jetzt sehr gut raus. Und auch die dunkle Schokolade. Ein Jogger.
Die müssen sich auch denken, okay, was hat die für ein verrücktes Hobby? Oh, jetzt hatte ich gerade fast so ein bisschen wie Erdbeere, so Erdbeerkonfitüre, Marmelade. Ja, also der wird nochmal von den Früchten röter, er wird so ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr in der Nase und das finde ich total schön. Slange zum zweiten. Jetzt war der sehr herb im Holz, im zweiten Schluck, also wirklich. Und dann kam jetzt sehr deutlich so eine Mischung aus Honig und so Salted Caramel kam jetzt gerade sehr viel raus. Aber der war jetzt arg herb im Holz, also das hat mir jetzt gerade nicht ganz so gefallen. Das war mir ein bisschen zu doll. Ich bin da ja immer nicht so Fan von, wenn das dann so bitter wird. Bitterholzig ist nicht meins. Und da kam er jetzt so ein bisschen so um die Ecke und die Süße war jetzt nicht mehr, die war ein bisschen anders. So Salted Caramel ist für mich immer nicht ganz so süß wie jetzt Rosinen und Schokolade. Aber war trotzdem interessant. Jetzt ist der super salzig in der Nase. Und wieder ein bisschen heller. So Mango. Also der ist extrem wandelbar einfach. So gefühlt jeder Schluck ist anders. Jedes Mal dran riechen danach ist anders. Also euch erwartet dort auf jeden Fall was extrem Komplexes. Ich bin preislich, habe ich keine Ahnung. Kleinen Moment, ich gucke nach, was der Preis sagt. Dafür haben wir doch alle unsere Recherchegeräte. Aaron Sherry Cask Strength. Oh, das ist ja billig. Ist das der? Krass, das ist der. Okay. Hier steht. Man wählte ausschließlich Fässer von Sherry, Weinkellern, Bodegas im spanischen Jerez wahrscheinlich. Sagt mir jetzt nichts. Kann ich jetzt auch nicht, scheint weder Oloroso noch Peaks zu sein. Und preislich liegen wir hier bei 50 Euro. 54, 60 mit Versand. Also ganz ehrlich, für eine Fassstärke ist das ja extrem günstig. Und dafür, dass der so komplex und aromatisch ist, das hat mich jetzt überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte jetzt so mit 80, 90 gerechnet. Kennt ihr das, wenn ihr so was trinkt und sagt so, ah ja, das schmeckt wie 125, 99? Aber es hat mich jetzt gerade sehr überrascht, dass es dann am Ende doch nur 45 Euro sind. Krass. Jetzt hat er so Zitrusnoten. Jetzt wird er wieder kalt. Und dann werden die Früchte, je kälter der wird, habe ich den Eindruck, desto heller werden die Früchte, desto zitrusartiger und desto weniger habe ich diese Rosinen, Schokolade, dunkler Weinkellernoten. Wenn der wärmer wird, ist er eher in der Richtung. Und je kühler der wird, desto frischer, spritziger, zitroniger wird er. Also das ist ein Whisky, den ihr mit der Temperatur eurer Wahl trinken könnt. Ah, mir ist dieses Holz so ein bisschen zu präsent. Ja, nee, so minimal zu präsent ist mir dieses Herbholz leider. Einfach so, ansonsten sehr angenehm.
Jetzt hatte ich so von der Süße her so Aprikosengelee. Also sehr wandelbarer, sehr komplexer Whisky für einen phänomenalen Preis. Das Holz macht natürlich so einen kleinen Knick rein. Für mich persönlich, wer diese Noten mag, ist hier auf jeden Fall voll vorne dabei. Trotzdem finde ich den mega, mega geil und gebe diesem Whisky 9 von 10 Punkten und möchte mehr davon. Und ich will auf die Isle of Arran, also jetzt umso mehr. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwann meinen Whisky in der Brennerei probieren kann, vielleicht. Ja, und den Rest genieße ich jetzt noch hier auf meinem Baumstamm im Wald und gucke den Joggern beim Joggen zu. Und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Danke!